Heute präsentiere ich Ihnen den Mann, auf den Sie alle gewartet haben an diesem heutigen Abend. Unseren Held der Stunde, Inspektor Kimura! Dankeschön, meine lieben Mitmenschen, dankeschön. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Tag nur einmal erleben werde. Aber deutsche Conventions können aufatmen. Sie sind endlich wieder sicher. Denn ich, Inspektor Kiwara, habe ihn geschnappt. Den Webler! Inspektor! Inspektor! Kiwara! Wo bin ich und... Warum liege ich auf dem Boden? Sehr gut, ich dachte, Sie wachen gar nicht mehr auf. Was ist passiert? Ja, dieser Ziegelstein hat sie auf den Kopf getroffen. Gut, dass die Tür offen war, sonst hätten wir auch noch Scherben gehabt. Wer ist so verrückt und schmeißt ihn mit Ziegelsteinen um sich? Konnten Sie den Typen wenigstens sehen? Nein, es war schon sehr dunkel. Er ist schnell weg. Aber er hat diesen Zettel hier liegen lassen. Er ist irgendwie in Rätseln geschrieben. Nicht mal meine Enigma konnte ihn entschlüsseln. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es ist eine Nachricht vom Webler, wo er als nächstes zuschlägt. Sie wissen ja, er liebt diese Spielchen. Oh ja. Und da die einzige Convention diesem Wochenende die Hanami in Ludwigshafen ist, wird es wohl dort passieren. Wenn Sie sich jetzt noch auf den Weg machen, schaffen Sie es vielleicht noch. Ich? Sie kommen gar nicht mit? Nein, nein, ich habe ja noch viel zu tun. Aber da Sie ja diesmal ohne Partner unterwegs sind, habe ich Ihnen ein paar Gadgets eingepackt. Folgen Sie mir ins Lager. So. Das ist also das Lager, ne? Ja. Ich weiß nicht. Ich habe noch nie so viel unnützen Kram auf einen Haufen gesehen. Finger weg, das ist kein unnützer Kram, das ist höchst wissenschaftlicher Kram. Für eine neue Mission habe ich mir etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Zum Beispiel diesen Manga hier. Sieht aus wie ein ganz gewöhnlicher Manga, aber in seinem Inneren verbirgt sich ein US-Comic. Damit Sie aber auch in der Anime kommen, auf diesen Spaß nicht verzichten müssen. Und falls Sie sich jetzt fragen, die Ränder, sind die nicht auffällig? Dafür hätten wir natürlich dieses Spezialwerkzeug. Des Weiteren hätten wir hier einen Copic, den man nicht nachfüllen muss. Niemals. Man braucht davon nur das. Ah, und den Stift. Den tauschen wir mit dem hier aus. Und zu guter Letzt die Schlüssel. Für meinen neuen Wagen? Nein, für meine Wohnung. Ich bin jetzt 2 Wochen auf Strandurlaub in Okinawa. Räumen Sie das Postfach her, gießen Sie die Pflanzen und wenn die Figuren weinen, abstauben. Die Figuren weinen? Das ist also die Hanami, hä? Wie verstreut hier alles liegt. Wenn hier eine Panik ausbrechen würde, das wäre fatal. Fatal wäre nur, wenn Sie sich nicht sofort ausweisen könnten. Zentrale von Vorposten, ich habe schon wieder einen. Mein Name ist Inspektor Kiwara. Oh. Ganz sachte, lassen Sie die Hände genau da, wo Sie sehen können. Also müssen wir tun, guter Mann. Der Webler, also wir befürchten, dass er hier zuschlagen wird. Die Besucher. Nein, die ganze Con! Schmeckt in großer Gefahr. Der Webler, was bitte schön ist der Webler? Sie haben noch nie was vom Webler gehört? Den schurkigsten Schurken von allen? Gegen ihn sieht Carmen San Diego aus wie Carmen San Torin. Ich habe zwar keine Ahnung, wovon Sie sprechen, aber ich kann Ihnen versichern, die Con ist absolut sicher und hat von niemandem etwas zu befürchten. Ja. Aber besteht die Con meinen Kiwara-Test? 4 einfache Proben sollen es zeigen. Und wenn ja, gibt's diese schöne Plakette? Normalerweise müsste ich Sie sofort des Con-Geländes verweisen. Aber Sie haben ein gültiges Con-Ticket und darum kann ich jetzt nichts unternehmen. Tja. Solange Sie nichts anstellen. Ah, der Einlass. Sicherheitslücke Nummer 1 auf jeder Convention. Wissen Sie, wie viele Leute da im Schnitt ohne gültiges Ticket drin sind? 80%. Sie glauben mir nicht? Nun, das liegt daran, dass einfach jeder Depp hergehen kann, das Ticket, das er zugeschickt bekommt, einscannt, ausdruckt und schon ist er drin. Wir sehen, bringt Ihre billige Kopie Ihnen rein gar nichts. Jede Eintrittskarte hat einen einmaligen Code und wenn dieser Code nicht übereinstimmt, gibt die Schranke Sie nicht frei. Außerdem wird gleichzeitig der Wachdienst informiert. Also wenn ich Sie wäre, würde ich zusehen, dass ich jetzt ganz schnell fortkomme.
Ja, ja. Wo viel Geld und Wertsachen im Umlauf sind, da wird auch gerne mal, naja, Sie wissen schon. Geklaut? Nein, gehandelt. Letztes Jahr habe ich hier mein ganzes Geld ausgegeben. Alles haben Sie mir abgeknöpft, die Schweine. Ja, vor der eigenen Dummheit können nicht mal wir Sie schützen. Ja. Die Zentrale der Macht, das Kommbüro. Und so gut wie jeder mit krimineller Energie kennt den geheimen Klopfcode. Dreimal kurz, dreimal noch kürzer. Aha, ich wusste es. Keine Community ist so schwer bewaffnet wie die Cosplay-Szene. Und dann schleppen sie das ganze Zeug auch noch hierher. Und wissen Sie, was dann leichter passieren kann? Bandenkriege. Die Hellsings gegen die Vocaloids. Die Crisis Cores gegen die Trinity Bloods. Und warum das alles? Weil der Waffencheck versagt hat. Der Inspektor benutzt seit der ersten Folge eine Nachahmung eines Smith & Wesson 357er Magnum mit 6 Zoll Lauf. Eine billige Nachahmung wohl bemerkt. Man erkennt es am Schlagbolzen. Zielvorrichtung fehlt völlig. Muss er irgendwo an einer Convention verloren haben. Bei der Knarre handelt es sich eigentlich um ein Gasfeuerzeug. Muss er 2005 am Bahnhof in Koblenz am Kiosk gekauft haben. Dürfte aber sehr schnell nicht mehr funktioniert haben. Der Lauf fehlt völlig. Von dem Ding geht überhaupt keine Gefahr aus. Trotzdem darf ich Sie dem Inspektor nicht überlassen für die Convention, da es sich dabei um eine sogenannte Anscheinswaffe handelt, welche den Eindruck einer echten Waffe erzeugen und dadurch eine Panik verursachen könnte. Sehen Sie, Ihre Anwesenheit hier ist völlig überflüssig. Ja, aber der Webler, ich meine, mein Fall, was soll ich sonst hier machen? Inspektor! Hier ist Daru. Wir haben einen Fehler gemacht. Es gibt noch eine Con an diesem Wochenende. Noch eine Convention? Bist du dir sicher? Ja, in Linz. Sie ist das nächste Ziel vom Webler. Verstanden. Kommen Sie sofort. Sie haben PNR-Funk? Ja. Nach Wien? Ja. Sagen Sie es nicht weiter. Aber ich zapfe da irgendeine Leitung von so einem Typen an, der will die Con streamen. Moonlow oder so ähnlich. Aber... Machen Sie, dass Sie runterkommen vom Con-Gelände, Sie Spinner, und kommen Sie nicht mehr wieder. Und, wie sieht es dort aus? Sie werden es nicht glauben, aber es sieht so aus, als wäre die gesamte Con... Sie ist verschwunden. Was soll das heißen, die gesamte Con ist verschwunden? Ja, das bedeutet, dass niemand mehr hier ist. Es könnte daran liegen, dass es bereits Montag ist. Was soll das denn heißen? Der Webler... hat nicht nur die Con geklaut, sondern das gesamte Wochenende!